Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disneys Dreamlight Valley. Und Elsa läuft uns hier gerade über den Weg, was richtig schön ist. Tut mir leid, aber dann können wir nämlich gleich die Gerichte abgeben, die wir im letzten Part noch gekocht haben. Und da wird sie sich auf jeden Fall richtig freuen. Vielen Dank, Silke. Die Gerichte sehen wunderbar aus. Mal sehen, wie sie schmecken. Na, wahrscheinlich sehr gut. Das war köstlich. Die Gerichte erinnern mich sowohl an Arendelle als auch an die Freundschaft, die ich hier gefunden habe. Dieses Geräusch, das mich gerufen hat. Ich höre es wieder und mehr Erinnerungen kommen zu mir zurück. Bevor ich in den verzauberten Wald zurückgekehrt war, half ich dir etwas zu vergraben. Eine Truhe in der Nähe der Eishöhle. Aber ich kann mich nicht erinnern, was drin ist. Ich denke, wir sollten sie holen gehen. Das ist eine gute Idee. Hol Elsas geheime Truhe in der Nähe der Eishöhle. Das machen wir. Naja, ich will nicht mit dem Eichhörnchen reden. Ich möchte mein Lager öffnen und möchte auf jeden Fall das alles hier reinpacken. Sehr schön. Wir haben 23 Eisen. Das ist sehr gut. Und jetzt sollen wir zur Eishöhle gehen. Und die Truhe holen, die Elsa da irgendwo versteckt hat. Und die Eishöhle war ja hier vorne, ne? Wie gesagt, da kommen wir noch nicht hin. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen hier dann graben. Irgendwo. Hole Elsas geheime Truhe in der Nähe der Eishöhle. Okay. Wo hast du hier eine Truhe vergraben, meine Gute? Hier ist eine Truhe. Aber mal reinschauen, was da drin ist. Okay, irgendeine Tinktur. Gib Elsa den extra eingelegten Hering in einer Art. Den habe ich doch schon gegeben, oder? Das war jetzt obwohl, nee, doch, das ist der. Jetzt erinnere ich mich. Du wolltest eine Schatzsuche veranstalten. Wir haben alle etwas Besonderes aus unserer Vergangenheit im Dorf versteckt. Anscheinend wird dies, wofür ich mich entschieden habe, es zu verstecken. Meine Güte, dieser eingelegte Hering nach Arendeller Art muss inzwischen sehr stark sein. Ja, du solltest ein Glas haben. Immerhin hast du mir geholfen, die Truhe wiederzufinden. Okay. Dann haben wir das bekommen. Danke, ich kann jetzt kaum erwarten, meinen zu testen. Ich hoffe, er schmeckt dir. Und bevor du gehst, ich habe über das neue lilafarbene Wappen nachgedacht. Es sieht fast genauso aus wie das, das wir zuvor gefunden haben. Ich bin sicher, dass es ein weiteres dieser Löcher in der Wand der Eishöhle passt. Okay, platziere das lila Wappen in der Wand der Eishöhle. Alles klar. Was ist das hier? Da kann man nichts machen. Wo war das mit dem Wappen? Da ist noch eine Truhe, da komme ich nicht ran. Aber hier kriege ich auf jeden Fall so ein Wappen rein. Kannst du mir vielleicht zur Hand gehen? Elsa? Aha. Vielen Dank für deine Hilfe, Silke. Es ist schön, hier ein kleines Stück Arendelle zu haben, um mich an meine Vergangenheit im Dorf zu erinnern. Wow. Wir können gerne eingelegte Heringe nach Arendeller Art miteinander teilen, wann immer du möchtest. Ich freue mich, weiter das Dorf zu erkunden und das Rätsel der Grotte zu lösen. Es fehlen noch zwei Wappen, aber ich bin sicher, dass wir sie gemeinsam finden können. Okay, jetzt ist die Aufgabe abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich nur. Warte mal, da liegt noch so ein Ding rum. Das kann ich aber nicht mitnehmen hier. Und oben gibt es auch nichts. Okay. Das heißt. Hallo, ich möchte hier rausgehen. Das heißt, die Aufgabe ist abgeschlossen. So, wir machen weiter. Ich bin bereit. Ich muss nur ganz schnell mal schreiben. So, mit Daisy. Mit Daisy sind wir auch noch. Hallo, ich möchte hier nichts. Mit Daisy sind wir auch noch unterwegs. Das passt gerade. Dann werden wir hier gleich noch die Steine kaputt machen. Wo natürlich nichts Gescheites drin ist. Aber es geht ja nur darum, Daisy ein bisschen. Bisschen zu leveln, ne? So, du gibst mir wahrscheinlich auch wieder Kohle. Ja, und das doofe Fragment da,
Auf der sonnigen Ebene finde ich sowieso nicht und schon gar nicht an einem regnerischen Tag, ne? Und Morgengrauen haben wir auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was kommt da raus? Da kommt definitiv auf jeden Fall eine Erinnerung raus und noch so ein pinkfarbener Stein. Da haben wir nur ein bisschen Geld gekriegt, ist aber okay. Und was ist das hier? Glänzender Turmalin. Und hier kommt irgendwas Orangefarbenes raus. Sehr schön. Und Gold natürlich. Aber den nehmen wir auch mit. Den könnte man natürlich verkaufen. Das würde richtig, richtig Geld geben. Wie gesagt, aber hier an einem regnerischen Tag werden wir hier nicht wirklich was finden. Wie gesagt, schon gar nicht so ein... schon gar nicht hier dieses Dings, was wir brauchen. Hier können wir aber bei Goofy auf jeden Fall was verkaufen. Hallöchen. Das. Das verkaufen wir, den verkaufen wir nicht und den verkaufen wir auch nicht. Wie gesagt, Eisen ist halt ein wertvolles Gut. So, das nehmen wir mit. Haben wir 6300. Muss ich nochmal ganz schnell was schauen. So. Ja, Olaf, dir geht's auch gut, ne? Wir sind ja gleich bei unserem Haus, deswegen können wir das wahrscheinlich auch abgeben. Wir können natürlich hier nochmal reinschauen, was hier drin ist. Aber ich denke mal, da ist nur, nur Steine, die wir nicht brauchen. Wir könnten auf jeden Fall ziemlich viel Eisenbahn machen, denke ich mal. Und den Hering, wollen wir den mal essen? Ja, da können wir jetzt sogar... Können wir jetzt sogar ein bisschen uns schneller fortbewegen. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Nein, das war verkehrt. Das war verkehrt, was ich jetzt hier gemacht habe. So ein Mist. Jetzt geht das nicht da rein, weil ich da... Mann... So, ich werde den Weg nicht zerstören. Teamnet können wir uns auch nicht abholen. Und Aufgaben haben wir jetzt noch, das mit dieser komischen Uhr, da brauchen wir Leben. Im Sonnenstein hier brauchen wir Level 7 von Anna. Bei Daisy brauchen wir Level 4, aber Daisy ist ja schon Level 3. Aber die können wir halt auch nichts mehr. Können wir halt auch nichts mehr geben. Wutbier und Minis Lebkuchenkekse. Habe ich keine Ahnung, wie ich die herstelle. Freust du dich eigentlich über Erde? Oh. So ein Dreamlight kann ich dir auch geben. Okay, dann bist du vielleicht sogar Stufe 4, wenn ich dir das Dreamlight gebe. Nee, das reicht echt nicht. So ein Mist. Kann ich dir noch ein Erde, ein Stück, ein bisschen Erde geben? Das hilft aber auch nicht. Yippie, ja, du freust dich, ich weiß, aber das nützt mir nichts. Ich brauche irgendwas, was dich mehr nach oben putscht. Na, Holz bestimmt auch nicht. Es reicht noch nicht ganz, aber wir kriegen sie noch auf Stufe 4, denke ich mal. Wir kriegen sie auf jeden Fall noch auf Stufe 4 mit den Sachen, die wir jetzt haben, ja. Ja, noch einmal oder zweimal was, dann sollte es klappen. Dann haben wir auf jeden Fall die nächste Aufgabe bei ihr. Ja, jetzt ist es Stufe 4, sehr schön. Und damit ist auch die nächste Aufgabe wirklich freigeschaltet. Sehr schön. Bergbau Level 1 und du hast eine Aufgabe.
Ich habe einen fabelhaften Geschäftsvorschlag für dich, Silke. Hast du Zeit für ein Gespräch? Na komm, erzähl mal. Es ist offiziell Mini und ich sind endlich bereit, unsere eigene Modelinie zu starten. Pünktchen und Gänseblümchen. Wir haben schon ewig darüber geredet und jetzt wird der Traum endlich wahr. Glückwunsch. Danke, wir sind total begeistert. Aha. Wir brauchen nur ein paar Dinge, um Pünktchen und Gänseblümchen auf die Beine zu stellen. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Das kannst du in der Tat, Silke. Mini und ich brauchen Fasern, weichholzblaue Hortensien und rote Bartfasern. Du machst ein paar Schaufensterpuppen, wie ich sehe. Du bist ein kluger Kopf, genau wie ich. Und dann kannst du auch in der Nähmaschine das machen. Ich kann Mirabel fragen, ob sie noch eine hat. Sie liebt nämlich nähen. Das ist perfekt. Wenn du das alles hast, bringst du das zu uns. Okay. Fasern brauche ich 30 Stück. Das ist Seil. Ich habe keine Fasern. Roter Bartfaden und blaue Hortensien. Roter Bartfaden und blaue Hortensien. Roter Bartfaden waren, glaube ich, 5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und eine blaue Hortensie brauche ich noch. Weichholz brauche ich noch. Wo finde ich denn Weichholz? Weichholz habe ich 22. Also Weichholz sollte eigentlich nicht das Problem sein. Weichholz und Fasern. Warte mal, Weichholz. Brauche ich noch 7 Stück, ne? Ne, 8. Und dann haben wir die nämlich fertig. 30 Fasern und eine blaue Hortensie. Und fragt mir Rebel nach der Nähmaschine. Okay, vielleicht kriege ich 30 Fasern ja noch hergestellt. Fasern, da brauche ich Algen. Und Algen habe ich nicht. Aber wie viele Algen kann ich denn herstellen? 30 Stück. Sehr gut. Und wie viele Fasern brauche ich? 30 Fasern brauche ich. Okay. So, warte mal. Die Algen packen wir mal hier rein. Nach der Nähmaschine brauche ich und ich brauche noch eine blaue Hortensie. Okay, jetzt muss ich Mirabel finden. Es regnet. Eine blaue Hortensie, wenn ich Glück habe. Finde ich. Warte mal, dich kann ich erstmal fragen. Du bist einmal hier. Nee, das wollte ich nicht. Hey Silke, du siehst fleißig aus. Schwester Luise am Ping die Esel auf die Weidetag. Was ist hier los? Ich helfe Mini und Daisy bei der Einführung ihrer Modellinie Pünktchen und Gänseblümchen. Sie brauchen eine Nähmaschine, um loszulegen. Hast du vielleicht eine weitere, die ich ausleihen könnte? Das würde ich wirklich zu schätzen wissen. Noch besser, ich kann dir ihnen eine Nähmaschine schenken. Ich habe eine, die ich nie benutze. Das ist so toll. Dankeschön. Na alla, dann machen wir eine Nähmaschinenparty. Okay. Wie meinet? Adios. Cuídate. Wir haben eine Nähmaschine geschenkt gekriegt. So, jetzt brauchen wir noch so eine blaue Hortensie. Die Frage ist, wo wachsen die blauen Hortensien? Das wird wieder schwierig, die zu finden, ne? Ich muss mal schauen. Bei Zutaten sind die nicht drin. Erinnerung auch nicht. Kleidungsstück, edelgerichte Zutaten sammeln. Blaue Hortensie. Blauer Bartfaden. Blaue Hortensie. Schillernder Strand. Alles klar. Blaue Hortensie am schillernden Strand. Alles klar. Sollten wir hoffentlich hinbekommen. Wo finden wir jetzt hier eine blaue Hortensie? Da hinten, das müsste eine sein, auf jeden Fall. Ja, damit haben wir die Aufgabe fertig. Bring die Materialien zum Mini. Treiben sich Mini rum, die ist hier oben.
Warum sind denn hier so viele? Warum kann ich denn da nicht hinreisen? Muss ich da jetzt echt hinlaufen? Warte mal, das geht doch schneller so hier. So, dann gehen wir zu Mini. Wo ist Mini? Mini ist dort drüben. Die ist... Da ist er. So, alles einmal abgeben. Und dann haben wir denen geholfen. Und die Nähmaschine auch. Sehr schön. Oh Silke, vielen Dank dafür. Das ist genau das, was ich brauche, um unsere Schaufensterpuppen und unser erstes Muster fertigzustellen. Ich werde Mirabel für die Nähmaschine danken. Es geht so viel schneller, als die Dinge von Hand zu machen. Was kommt als nächstes? Ich bin dabei. Nun, ich bin begeistert, dass du begeistert bist. Ich kann dir nur einen weiteren Gefallen bitten. Wäre ich in der Nähe angekommen, könntest du Onkel Dagobert fragen, ob er die Mode von Pünktchen und Gänseblümchen in seinem Laden aufnehmen würde. Daisy hatte vor, ihn zu fragen, aber ich mache mir Sorgen, wie sie reagieren könnte, wenn er Nein sagt. Sie ist einfach so begeistert von unserem neuen Geschäft. Natürlich mache ich das. Vielen Dank. So, Dagobert, weh, du sagst Nein. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, Silke, was kann ich für dich tun? Ich habe ein Geschäftsangebot für dich. Wie aufregend, Geschäftsangebot ist einer meiner Lieblingswörter. Gleich auf mit Steuerfrei und Haggis. Würdest du es in Erwägung ziehen, die Modellinie von Mini und Daisy in deinem Laden aufzunehmen? Gut, ich weiß es zu schätzen, dass du so nett fragst, aber so mache ich keine Geschäfte. Ich muss erst etwas Konkretes sehen, bevor ich überhaupt daran denke, etwas in meinem Sortiment hinzuzufügen. Freundlichen Dank. Mini sagte, du hast in unseren Namen zu Onkel Dagobert gegangen bist, Silke. Es kann sich kaum erwarten zu hören, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er kann sich noch nicht entscheiden. Er hat mich irgendwie abgewiesen. Irgendwas mit Haggis. Der braucht irgendwas. Sinn für Mode hat er nicht. Mini war besorgt, dass du schlecht darauf reagieren würdest. Ich reagiere nicht schlecht darauf. Ich bin einfach leidenschaftlich von unserer Arbeit begeistert und Onkel Dagobert weiß, dass ich einen fabelhaften Geschmack habe. Zieh mich doch einfach mal an. Er will Beweise. Nun, wir werden ihm einen Beweis liefern. Wir werden das beste Logbook zusammenstellen, das das Tal je gesehen hat. Silke, ich befördere dich zum Model. Ich wurde geboren, um zu modeln. Ein Traum wird wahr. Das ist toll, deine Träume, dass du die verfolgst. Mini und ich wollen Pünktchen und Gänseblümchen gründen und jetzt darfst du für uns modeln. Jeder gewinnt. Fangen wir mit diesem besonderen Stück an, das Mini gerade fertiggestellt hat. Zieh es an und mach ein paar Selfies, ja? Ich werde meine Materialien für das Sammelalbum ausholen. Okay. Schicki, schicki. Wollen wir das mal anziehen? Garderobe und einmal dieses Teil anziehen, wunderbar, und dann sollen wir auf jeden Fall ein paar Selfies machen. So, und sehr schön, oder brauche ich irgendwas als besonderen Hintergrund? Nee, ich brauche keinen besonderen Hintergrund. Okay. Am besten hier noch vor dem Baum. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Ich wollte das jetzt zwar nicht einsammeln. Aber egal. So. Mal sehen. Die sind fabelhaft. Und nun passt das alles zusammen. Jetzt können wir Onkel Dagobert überzeugen. Und du bist Model. Und das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Beim Styling denke ich an Sonnenbrille und ein paar zwanglose Schuhe. Weniger ist manchmal mehr. Du solltest Equation verwenden. Ja! Okay. Muss ich mich jetzt wieder umziehen? Füge dem Strand verspielte Möbel hinzu. Oh mein Gott. Was bitteschön sind verspielte Möbel? Das sind verspielte Möbel. Okay, warte mal, da können wir auf jeden Fall eine herstellen. Fressnapf können wir herstellen. Warte, wir machen zwei so eine Räder. Und vielleicht könnten wir halt eine Truhe. Oder einen individuellen Wegweiser. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall alles hergestellt. Und jetzt packen wir das an den Strand. Da müssen wir uns natürlich jetzt eine schöne Ecke aussuchen. Natürlich wäre die Ecke auf jeden Fall gut.
Warte mal, ich habe auf jeden Fall hier so ein Windrädchen, so ein Futternapp und so einen individuellen Wegweiser. Mach 3 Fotos von deinem Outfit am Strand. Okay, einmal. Zweimal. Und dreimal. Sehr schön. Diese Fotos sind perfekt. Sie sind genau das, wonach wir gesucht haben. Unser Logbuch wird Onkel Dagobert wirklich beeindrucken. Und wenn nicht, dann steht er eben auf der falschen Seite der Mode. Alles für dich und Minnie. Du bist zu gütig, Silke. Letzten Fototermin für dich und dann geht's los. Minnie und mich im Traumschiff in der Nähe des Springbrunnens zu treffen. Alles klar. Triff Daisy und Minnie im Schloss in der Nähe des Brunnens. Okay. Okay, den Brunnen haben wir. Daisy kommt. Minnie kommt wahrscheinlich auch. Machen wir aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.